Und jetzt wird es auch hochinteressant und unterhaltsam zugleich, denn wir haben eine tolle Frau zu Gast. Juliane Werding. Jeder weiß, wer sie ist. 1956 wurde sie in Essen geboren. 1970 schickte die Mutter ein Band mit Liedern der Tochter an den Talentschuppen des Südwestfunks. Wir reisen durch Zeit, die Lande noch wie weit. 1972 der Durchbruch mit dem Anti-Drogen-Song am Tag, als Conny Kramer starb. Rund 1 Million Mal ging die Single über bundesdeutsche Ladentische. Eine Entdeckung wurde über Nacht zum Star. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Auch die Debüt-LP ein Renner. Der Teenager Juliane Werding wurde mit Medienpreisen überschüttet und zog sich zurück, um die Handelsschule zu besuchen. 1985 beschließt sie, Heilpraktikerin zu werden. 1994 der gemeinsam mit Viktor Laszlo und Maggie Reilly gesungene Hit Engel wie du. Juliane Werding, der Engel deutscher Popmusik, etabliert sich 1995 mit einer Solotour auch als gefeierte Live-Künstlerin. Auf mehr als 20 Millionen Tonträgern wurden bis heute ihre Songs verkauft. Und hier ist sie, hallo und herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. Sie sind unterwegs jetzt mit, oder waren es mit Howard Jones? Ich bin nicht unterwegs mit ihm, ich habe eine Platte gemacht. Ja. Und die ist jetzt seit 2 Wochen draußen, aber Howard ist unterwegs. Howard ist auf Tour und heute Abend spielt er in München. Macht es alleine nicht mehr so viel Spaß, dass sich jetzt mehrere Leute ins Boot holen? Doch, nee, aber ich mag es einfach, mit anderen Leuten auch mal zu arbeiten, weil alleine, das ist halt auch immer eine schöne Sache, aber es macht mehr Spaß natürlich mit anderen Leuten. Und wenn die auch noch aus anderen Ländern kommen, ist es natürlich immer ein bisschen aufregender. Von wo kommt Howard? Aus England. Aus England. Und ja. Sie haben beide eine gleiche, ja, sage ich mal, religiöse Vorliebe. Sind Sie bekennende Buddhisten? Nein. Oder? Aber zumindest, nein. Sie beschäftigen sich mit dem Buddhismus eine, beide. Es ist eine Religion oder, sagen wir mal, auch die philosophischen Gedanken, die dahinter stehen, gefallen mir, weil es sehr gewaltfrei ist. Also Respekt allen Lebensformen gegenüber zu haben. Howard ist allerdings aktiver Buddhist. Mhm. Weil es hörte sich so ein bisschen an, als wenn Sie sich sogar darüber kennengelernt haben. Das stimmt aber nicht. Das ist dann doch eine Ente. Ja, ja, das stimmt nicht. Also wir haben uns in Berlin kennengelernt, wir haben uns unterhalten. Also nicht in einem Schrein oder so. Möglicherweise. Nee. Okay. Letztes Jahr, jetzt ab 2000 beginnt eine riesengroße Tournee, über die wollen wir natürlich reden. Und deswegen sind Sie ja auch heute hier. 98 war die letzte Tournee, unter anderem auch durch die neuen Bundesländer, die ja sehr gefeiert wurde. Ja, die es Leute. War super toll. Ne? Es hat so viel Spaß gemacht, ja. Und hatten Sie nicht ein bisschen Schiss nach dem Motto? Also Sie haben es ja ein bisschen mystisch, weiß ich nicht, ob das, aber war eine sehr sphärische Veranstaltung, wenn Sie da waren. Ne? Die zwei goldenen Buddhas, die da standen und so. Also man musste sich schon darauf einlassen. Hatten Sie nicht Angst, dass das möglicherweise hier gar nicht ankommen würde? Also die Texte, die ich mache, das ist das Wichtigste für mich. Und um diese Inhalte zu transportieren, versuche ich natürlich auch Bilder zu machen. Und diese Buddhas haben einfach schon signalisiert, dass es ein erstmal ruhiges, besinnliches Konzert war. Und zum Schluss gab es dann Party. Hm. Und das war sehr schön. Die Leute haben das auch sehr gut angenommen und ich glaube, dass es dem Publikum genauso viel Spaß gemacht hat. Wird es in diese Richtung auch gehen mit der neuen Tournee oder da gibt es dann wieder andere Überraschungen? Da gibt es wieder andere Überraschungen. Aber welche verraten Sie noch gar nicht? Nee, das sage ich noch nicht. Aber zwei Buddha-Figuren werden nicht mehr dastehen. Nö. Wo sind die überhaupt her gewesen? Die waren aus einem Geschäft in München und stehen jetzt in Berlin im Studio, bei den Produzenten. Im Studio. Manchmal gehen sie rüber und streicheln so ein bisschen. Die sind aber auch teuer gewesen. Ja, ja. Möglicherweise. Vielleicht ist es ja sowas wie ein Glücksbringer geworden, oder ist es das nicht? Es gibt also in einigen Formen des Buddhismus gibt es verschiedene Buddha-Statuen, die soll man anfassen. Da muss man also die Hand auf den Kopf und die andere auf den Bauch legen und dann soll das Glück bringen. Ja. Da gibt es ja diese Dicken, ja, die so ganz viele Falten am Bauch haben und so ganz lange Ohrläppchen. Wer wird mit Ihnen auf Tour gehen, wieder diese, die vom letzten Mal, die gleiche Truppe? In grober Linie, ja. Es wird kleine Veränderungen geben, aber es werden fast alles die gleichen Musiker sein. Und die ganzen Texte, die wir dann hören werden, sind die meisten dann von Ihnen selbst oder wen haben Sie sich damit ins Boot geholt? Also die
die Texte sind größtenteils von mir, bis auf die Texte von den älteren Songs, die zum Beispiel von Michael Kunze waren, so Nacht voll Schatten und Stimmen im Wind. Der hat ja auch mal große Sachen über sie gesagt, ne? Also sie singt, um zu leben und nicht umgekehrt. Oder? War es so? Ich gucke jetzt noch mal nach. Ich hatte es doch nicht. Nein, sie lebt, um zu singen, hat so er eher gesagt. Ja, so war es. So. Aber sie singen auch schon noch ein bisschen, um zu leben, das dann auch. Ich singe eigentlich, weil es mir wirklich Spaß macht und weil es mir ein Bedürfnis ist, weil ich gerne mit Menschen in Kontakt trete und weil ich gerne Geschichten erzähle. Ich bin eigentlich eine Geschichtenerzählerin. Eine Geschichtenerzählerin. Meistens sind es auch ihre eigenen Geschichten, zumindest die sie häufig in der Fantasie durchlebt oder haben. Die ich in meinem jetzt bin ich ganz rot geworden, weil ich das Zitat nicht hundertprozentig wiedergegeben habe. Aber ich gebe es jetzt einfach weiter. Stellen Sie die Frage an unser Publikum und dann gönnen wir uns beide eine kleine Pause. Also, ach ja, die, ja, genau, die jene besagte, Frage. Genau, Gewinnfrage. Preisfrage. Genau. Also, welches Instrument spiele ich? Klavier oder Schlagzeug oder Posaune? Flöte. Oder Flöte oder Gitarre? Genau. Und Sie wissen es natürlich. Ich denke, der Finger ist schon am Telefon. Sollten Sie sich jetzt doch nicht mehr an die Zahlenkolonne erinnern können, ich gebe sie Ihnen noch mal vor. 0180 2 15 15 18 oder hinten die 19, das ist unser Fax. Versuchen Sie Ihr Glück, dann machen wir Sie glücklich, zumindest mit einem kleinen Stück. Und in der Zwischenzeit bis hierhin erstmal vielen Dank, Juliane, weil um Glück geht es auch, aber eher in die andere Richtung. Wollen wir doch gleich mal Juliane fragen, wo sie ihre Ferien und wie sie verbracht hat. Denn eigentlich waren sie ja auf einer Klosterschule. Aber das hat nichts damit zu tun gehabt, dass nicht auch Sie in die Ferien fahren durften. Nö, ich durfte in die Ferien fahren. Und dieses Jahr war ich mit meinen Kindern in Portugal. In Portugal. Und selbst als Kind, wo waren Sie da, als kleine Juliane? Oh je, ich kam immer in so verschiedene Ferienlager. Sehen Sie, sehen Sie. Das erste war, glaube ich, in Stade. An der Nordsee oder Ostsee, ich weiß nicht. Ach, irgendwo da oben. Jedenfalls an der See. Und dann irgendwann mal war ich in den Bergen und es war nicht ganz schrecklich, weil man hat uns die Berge rauf und runter gejagt und das mochte ich damals überhaupt noch nicht. Ja. Und was waren Sie für so ein Kind? Ich meine, also ich war ja mal einer, der wollte dann gar nicht mehr zurück und der schrieb auch nicht im Kinderferienlager. Ja. Das heißt, ich glaube, ich habe jetzt gelogen, aber es macht nichts. Wie waren Sie? Haben Sie dann sich nach Hause gesehen zu Mama und Papa? Nee, das nicht. Ich habe mich schon immer wohlgefühlt mit anderen Kindern. Doch schon. Und zu Hause hat nichts ausgemacht? Nee, ich hatte nicht besonders viel Heimweh, muss ich dazu sagen. Das hört sich ja nicht so positiv an, aber es lag nicht an den Eltern. Nein, ich bin einfach schon ziemlich frei gewesen so in meiner ganzen Haltung und Anmutung und mir war das nur recht. Reisen fand ich toll. Okay, hier haben wir den Anruf. Guten Tag, hallo. Ja, guten Tag. Und? Hallo. Ohne Antwort gibt's keinen Preis bei uns. Ohne Antwort, ja. Die Antwort ist, sie spielt Gitarre. Ich dachte jetzt kein Schlagzeug oder sowas. Herzlichen Glückwunsch. Die gehören Ihnen. Danke. Ist das schön? Sagen Sie doch mal jetzt, ich freue mich riesig über Ihre beiden Handtücher. Sagen Sie! Ich hab doch noch eine CD mitgebracht. Mensch, wir haben noch eine CD. Spätestens jetzt müssen Sie sich freuen. Habe ich in der Garderobe liegen. Wir haben noch eine CD. Jetzt muss die Freude mit Ihnen durchgehen. Ja. Geht sie mit Ihnen durch? Bitte? Ja, ist schon gut, okay. Also, Sie kriegen die beiden Handtücher und Sie kriegen eine CD. Ist das nicht was? Alles klar. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Er war bestimmt jetzt nur durcheinander, weil er sich so gefreut hat, dass er gar nicht mehr zeigen konnte, wie er sich freut. Hallo, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sie hätten sich mehr gefreut, stimmt's? Ja, hier, ich hätte mal eine Frage an Juliane. Ja? Und zwar, ob sie verheiratet ist? Nein, bin ich nicht. Ich war mal verheiratet, ganz kurz. Und dann nicht mehr. Und die eine Antwort, die eine Frage wurde mir ja beantwortet, wie viele Kinder? Was ist mit den Kindern? Zwei Kinder hat sie. Ja. Zwei Kinder. Mhm. Genau. Und Juliane soll weiter so machen. Ihre Musik ist dufte. Danke. Weil ich Kassetten sammle von ihr. Was können Sie, was ist denn so Ihr Lieblingssong? Ich kenne zum Beispiel 3 Jahre lang. Aha. Ja, können Sie das ansingen? Oh Gott. Na das ja. Ist gemein. Na, was denken Sie, aber Juliane, wir haben hier schon gesungen in dem Studio mit unseren Zuschauern, selbst aus weiß ich nicht wo, haben die schon Instrumente geholt und wir haben gespielt. Echt? Ja. Und ich kenne zum Beispiel noch hier als Conny Kramer starb. Ja, können Sie das ansingen? Als Conny Kramer starb. Gut. Und Ihre und so weiter, ne? Ja, war schon okay. Dankeschön. Tschüss. Juliane, tschüss. Wir kennen doch unsere Zuschauer, die machen okay, alles mit. Okay. Ja? Wir würden sogar Fußball spielen mit denen.
das ging mehr, ich sag nichts mehr. Nein. Sehr in Ordnung. So, doch, sag ruhig noch was. Der Tod ist eines der letzten großen Abenteuer, haben Sie mal gesagt. Ja, ich denke, es ist das allerletzte Abenteuer. Aber Sie haben es so richtig ernst gemeint. Ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise ich habe darüber gelesen, dass wenn der Übergang bewusst erlebt wird, dass es eine ganz friedliche und schöne Sache in Anführungsstrichen sein kann. Es gibt Bücher darüber von Sterbehelfern, Sterbebegleitern, die darüber gesprochen haben und die selber sagen, sie haben ihre Angst dadurch verloren, weil sie das so oft miterlebt haben. Und Sie selbst haben sich ja intensiv damit beschäftigt. Haben Sie Angst davor? Ich habe schon Angst davor, ja. Das schon? Ja. Okay, Doch. Vielleicht reden wir nachher nochmal. Ich habe jetzt noch was für Sie. Ich weiß, wären Sie jetzt nicht wieder böse? Oder? Nein, Sie waren ja noch nicht böse, aber sind Sie nicht erschrocken? Schauen Sie mal, was fällt Ihnen dazu ein? Schnitzen. Ja. Und haben Sie eine Beziehung zum Schnitzen? Oh, ich habe ganz früher mal einen Schnitzkurs gemacht, aber das kann ich nicht mehr. In Indien habe ich gelesen. Nicht in Indien, in München. In München? Ja, ja. Und aber wissen Sie noch was, wofür da ist so? Ja. Mal gucken. Ja. Na doch, ist erstmal schon der Griff zum Richtwerk. Ja, schon. Aber da braucht man dann was zum Gegenhauen. Gegenhauen. Da könnten wir ja mal ein Haus. Und so weiter. Aber also machen Sie aber nicht mehr, ne? Nein, das war nur, eine kurze Mensch, Zeit. Aber ich habe ganz viel gemacht. Bilderrahmen. Ja? Und, ich dachte, Sie schnitzen uns jetzt was Schönes. Ja, das kann ich nicht mehr. Na, dafür müssen Sie dann nachher das singen. Einverstanden? Das kann ich besser. Okay, gut. Dann schnitzen wir uns in Gedanken was. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie schnitzen wollen, kommen Sie her. Wir haben jetzt was zum Schnitzen hier. Schnitzen Sie uns was. So, noch eine. Kennen Sie Hans Last? Nein. Kennen Sie bestimmt. Und der Mann wohnt wirklich auf einem Golfplatz. Das muss man sich, der kann jeden Tag einlochen. So. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, hier ist die Annette Tröger aus Hohenstein-Ernstthal. Hallo, Annette. Und zwar, meine Frage ist an die Juliane, wie sie auf ihre neuen LP auf den Song Männer kommt. Männer. Männer kommen und gehen. Genau. Ja, das war, hat wirklich einen bestimmten Hintergrund, nämlich eine meiner Freundinnen hatte mehrmals hintereinander richtig großes Pech mit Männern und ist immer nach kurzer Zeit verlassen worden und kam dann zu mir und hat sich ausgeweint. Und da fiel mir ein, dass ich mal so ein kleines Büchlein gelesen hatte, was ich unheimlich witzig fand, mit Tipps, wie man Männer hält. Und da waren so ganz alte Sachen drin, so nicht anrufen, sondern er muss anrufen und dann nach 10 Minuten das Gespräch beenden und immer um sich interessant zu halten. Und ich habe ihr das dann erzählt und dann hat sie gesagt, okay, sie will das jetzt mal probieren. Und daraufhin ist der Song entstanden. Ach so, und dann habe ich noch eine kleine Frage. Gibt es demnächst eine neue Tournee? Ja. Haben wir gerade drüber gesprochen. Yes, ab Januar und ich glaube, die Daten werden dann später auch noch eingeblendet. Sehen Sie denn das auch so mit den Männern? Also was tut man, um Männer zu halten? Kennen Sie da, haben Sie eigene Erfahrungen? Naja, gute Hausfrau sein, gut kochen. Ja. Ja, und was noch? Ja, weiß nicht. Aber Julia, danke schön. Danke. Aber sicherlich noch einiges mehr, weil die Frau ist doch weg vom Herd eigentlich. Ja. Oder? Es gibt schon einiges zum Halten. Ja, gut, ja. Okay. Zum Festhalten. Genau. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Juliane, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Männern? Also was ich macht man? Ich hab gute Erfahrungen gemacht. Ja, was macht man mit Männern, um sie zu halten? Ist ja wirklich ein spannendes Thema eigentlich. Sie haben ja so viel über tausende Lebenssituationen geschrieben und auch gesungen. Also meine persönlichen Erfahrungen sind da nicht so groß, um ehrlich zu sein, weil ich immer sehr langfristige Partnerschaften hatte. Ich habe mir nie. Okay, aber nehmen wir dieses. Okay, Sie würden Sie anrufen oder würden Sie den Mann kommen lassen, dass der anrufen muss? Wie würden Sie es machen? Also. Jemand bewirbt sich und angenommen, sie wären frei und hätten einfach Lust und jetzt muss ich den richtig juckig machen. Und rufe ich den jetzt zurück oder lasse ich ihn kommen? Wie würden Sie es machen? Ja, das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil ich mir erstmal diese Situation vorstellen muss. Also bei mir ist es normalerweise so, dass ich jemanden erst sehr, sehr gut kennenlerne, bevor ich mit ihm dann wirklich ein engeres Verhältnis beginne. Und dadurch stellen sich diese Fragen nicht, weil das vorher immer so eine Art Freundschaft ist und von beiden Seiten ausgeht. Also ich habe noch nie irgendwie jemanden
angemacht oder angebaggert, um ihn abzuschleppen, auf Deutsch gesagt. Okay, Julian, also dann werden wir dieses Büchlein von Ihnen nicht hören. Aber Sie haben es versucht. Ich bin die falsche Dankeschön. Frau. Ja, ja, ja. Sonne auf der Haut und offene Haare, das war der Song, mit dem wir an der bulgarischen Schwarzmeerküste immer sehr viel Freude hatten. Mehr sage ich dazu gar nicht. Aber sie, die diesen Song gesungen hat, ist heute bei mir zu Gast bei HIAB 4 und das macht mich richtig glücklich. Juliane Werding, seit über 25 Jahren top in deutscher Musikszene. 56 in Essen geboren, Durchbruch 72 mit Am Tag, als Conny Kramer starb. Debütalbum, viele Medienpreise und Rückzug zum Besuch der Handelsschule. Hits, Wenn du denkst und Man muss das Leben eben nehmen. Anfang der 80er, Studium der fernöstlichen Mythologie. Ausbildung zur PR-Frau, zweifache Mutter, Produzentin. Über 20 Millionen verkaufte Tonträger. Anfang 2000 wieder auf großer Tournee. Heute bei uns, Juliane Werding. Hier ist sie, Juliane Werding. Hallo. Ich muss hier noch gerade was zuflüstern, weil es auf das Mikro kommt und dann knistert das und zu Hause. Schnellfragerunde gibt es jetzt, ganz schnell. Was fällt Ihnen ein zu folgenden Begriffen? Reinkarnation. Ja, bin ich ganz sicher, dass es das gibt. Älter werden. Manchmal problematisch. Heimat. München. Angst. Angst um meine Kinder. Ruhm. Kann was sehr Schönes sein. Und jetzt haben wir ganz viele Faxe und Anrufe. Marion Schoch zum Beispiel aus Freital fragt, wie entstand der Titel Land über Meer? Uiuiui, Mai, das ist schon lange her. Da kann ich mich im Moment nicht dran erinnern, um ehrlich zu sein, weil das war eine sogenannte B-Seite damals. Und, was heißt das, B-Seite? Ja, das war keine A-Seite, also von den Singles, die ich dann im Fernsehen präsentiert habe und so, weil dann ist es natürlich präsenter, wenn man damit ein paar Sendungen gemacht hat und so. Ich gebe es Fax mit. Ja, müsste ich mir den Text nochmal angucken. Ist Juliane Werding noch Heilpraktikerin als solche tätig in ihrer Praxis und wo ist ihre Praxis, fragt Silke Schatz. Silke, ich bin natürlich immer noch Heilpraktikerin, aber ich bin als solche im Moment nicht tätig. Und vielleicht werde ich es in ein paar Jahren wieder machen, aber im Moment nicht. Und hier fragt jemand, wie es die Juliane macht, immer noch so jugendlich auszusehen und so glatte Haut hat und schöne Haare. Ich nehme an, es ist Vererbung. Ja? Keine besonderen Pflegetipps, vielleicht war das ja der Hintergrund. Immer ganz liebe Grüße mit dabei und die finden deine Musik alle total toll. Veronika, ich wohne in Weimar, ihre Songs finde ich super, weiter so. Wann kommt die nächste CD raus? Die kommt im nächsten Monat und zwar wird es eine Zusammenfassung sein der größten Erfolge von 1972 bis heute. Also sie heißt, glaube ich, Der Weg von 72 bis 99. Sind die Kinder von Juliane auch musikalisch, fragt Erika aus Nordhausen. Ziemlich. Also Gabriel, mein Sohn, spielt recht gut Klavier, hat angefangen vor ein paar Jahren es sich selber beizubringen und hat dann Unterricht bekommen und ist sehr begabt. Und Karis singt sehr schön. Hat im Hintergrund, wenn du denkst, dann denkst du, dass du denkst. Hat da im Hintergrund Gunter Gabriel gesungen. Ja. Und wie kam es dazu, fragt Mike aus Kochersteinsfeld. Wir waren damals bei der gleichen Plattenfirma in Berlin. Und Gunter hatte diese Idee für das Lied. Und dann haben wir das zusammen aufgenommen und er hat mitgesungen und auch einen Sprechteil gehabt in der Mitte. So, jetzt haben wir gut Fragen schon abgearbeitet. Die Karriere von Juliane begann ja im Talenteschuppen, Sie werden es vielleicht noch wissen. Vielleicht beginnt die Karriere von Sandra Stolp aus Guben bei HIAB 4. Die Kellys haben No gesagt, HIAB 4 hat Jo gesagt und hat gesagt, holen wir die Sandra her und machen wir sie doch mal bekannt mit Juliane. Hallo, schönen guten Tag, Sandra, schön, dass du gekommen bist. Juliane, was sagen Sie dazu? Ich finde es toll. Tolle Stimme so? Wunderbare Stimme. Und ich denke, wenn du Glück hast, dann meldet sich jemand bei dir, ein Produzent, und dann geht's ab. Sandra, möchtest du so wo in die Richtung gehen? Ist das dein fester Wille, zu singen? Und haben sich schon Leute bei dir gemeldet, die gesagt haben, Mädchen, jetzt fangen wir mal an? Ja, zum Teil. Ja? Also, Wer schwebt dir so vor, wenn du von den Sängerinnen, die du so siehst, wie möchtest du sein, wie möchtest du werden? Wie Celine Dion. Wie Celine Dion? Und wie lange brauchst du, um so einen Titel drauf zu haben? Zwei Tage, drei. Ja? Bis jetzt machst du ja nur nach. Hast du schon mal überlegt, ob du irgendwas selbst Eigenes machst? Ob du irgendwie... Ja, das werde ich ganz bestimmt machen. Ja?
Aber es ist noch nichts Konkretes? Nee, noch nicht ganz. Ja. Juliane, was würden Sie ihr mit auf den Weg geben jetzt? Sie ist 11 Jahre, ist ja noch verdammt jung, aber die Stimme klingt schon nach was, als wenn es was werden könnte. Was soll sie beachten, wenn sie jetzt so nach vorne schreitet? Das Geschäft hat sich in den letzten Jahren sehr rasant verändert. Und die Regeln, die früher gegolten haben, gelten heute nicht mehr. Mhm. Also wichtig, denke ich mal, wäre ein gutes Management zu finden, was einen auch aufklärt und berät, was in der Branche so los ist. Und vor allen Dingen, wenn du einen Plattenvertrag abschließt, den ja deine Eltern dann für dich unterschreiben müssen, unbedingt einen Rechtsanwalt kontakten, der Ahnung von der Branche hat. Weil sonst kann es einem sehr leicht passieren, dass man einen Vertrag bekommt, wie es bei mir damals war, der einen über viele, viele Jahre knebelt und der auch nicht gerecht ist von der prozentualen Beteiligung her. Und das weiß man halt nicht. Und Stimmausbildung würdest du auch empfehlen, ganz egal, wie gut die Stimme von Natur aus schon ist? Es hängt von der Art der Musik ab, die man macht. Aber in die Richtung, in die du gehen möchtest, würde ich empfehlen, Gesangsunterricht zu nehmen. Einfach ein paar Stunden mit Atemtechnik, damit man sicherer wird, damit man weiß, was zum Beispiel eine Stütze ist und sich auch dieser Dinge bedienen kann. Sandra, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Alles, alles Gute. Bleib noch sitzen auf deinem Weg. Ich bin davon überzeugt, dass wir noch von dir hören werden und wir werden das auch begleiten. Ja, ich wünsche dir ganz viel Glück. Und jetzt, und das von Juliane. Und jetzt, liebe Zuschauer, jetzt hören wir was ganz Besonderes. Juliane, darf ich Sie schon in unsere Dekoration bitten? Ja. Wir hören eine Welturaufführung, noch nirgendwo gehört und gesehen in dieser Form. Es ist die Neuauflage von dem Song Am Tag, als Conny Kramer starb, mit Juliane Werding. Am Tag, als Conny Kramer starb, und
und alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Am Tag, als Conny Kramer starb. Jetzt aber zu Juliane. Juliane, beim Wäschetrockner waren wir gerade gewesen. Sind Sie so hausfraulich begabt oder ist das auch eher was liegen bleibt bis zum bitteren Ende und dann irgendwann mal gemacht werden muss? Es muss halt mal gemacht werden. Ja. Aber ich habe eine Hilfe, die einmal in der Woche kommt und dann ist es... Trauen Sie dir? Also ich meine gar nicht, dass die nichts klaut, aber so, man ist ja mal komisch. Ne? Es ist ja eine Privatsphäre, die man hat und dann kommt da jemand und macht... Nee, das ist eine ganz tolle Person und ja? Da bin ich super happy mit. Okay, wunderbar. Ja. Ich will Ihnen noch was geben, während wir dort die Leitung gleich freimachen. Die ist noch ein bisschen verstopft. Ich muss noch ein bisschen putzen von Hans-Peter Vogt. Der hat Ihnen einen schönen Text geschrieben. Hey. Er schickt uns oft Texte, vielleicht lesen Sie das Fax mal. Aha. Und in der Zwischenzeit nehmen wir denjenigen ran. Die Leitung ist frei. Hallo, guten Tag. Hallo, herzliche Grüße von der Saale an die Elbe, übermittelt Regina aus Halle. Hallo, Regina. Grüße Sie beide ganz herzlich. Hallo. Meine Frage an die Juliane ist, den Text zu der Tag, an dem Conny Kramer starb, haben Sie den selbst gemacht oder ist das von jemand anders gemacht worden? Ich hab damals noch nicht getextet, ich war 15. Ja. Und ein Texter, der mir von der Plattenfirma zur Seite gestellt worden war, hat mich zum Flughafen gefahren und hat so gefragt, was mich interessiert und wie mein Leben ist. Und habe ich ihm erzählt, dass ein Freund von mir gestorben ist und, ja. Und ihm diese ganze Geschichte eben wiedergegeben. Und er hat dann 2 Tage später mir einen Brief geschickt mit dem Text, den er aus meinen Worten gemacht hat. Ich wollte nämlich noch wissen, ob da ein persönliches Ereignis vorangegangen war. Ja, es war ein Freund von mir. Es war der erste Drogentote, ja, den es in Essen, in meiner Heimatstadt gab. Leider ist das Thema ja noch wieder sehr aktuell und auch bei uns in den neuen Bundesländern, gerade in Halle, ist es jetzt sehr präsent. Mhm. Alles klar. Ich bedanke mich. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute und eine schöne Tournee im nächsten Jahr. Vielen Dank. Und die Tourneedaten laufen gerade unten durch, wie Sie sehen. Sie können also mitschreiben und wahrscheinlich wird sie auch in Ihrer Nähe sein. Dankeschön für den Anruf. Tschüss. Hier hat uns jetzt Barbara Christian geschrieben. Ich denke, ich habe die gleiche Stimmlage wie Juliane und einen Stimmumfang von maximal 2,5 Oktaven. Wie viel Oktaven Stimmumfang hat denn Juliane? Sicher mehr, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, 3 oder etwas über 3, aber das benutzt man ja nicht. Man singt ja immer in einem bestimmten Range und nämlich da, wo einfach die Stimme am besten tönt. Also ich habe einen Stimmumfang von 1/2 Oktave, wenn es mal reicht. Mit dem Texte schreiben. Ja. Wie viel schaffen Sie denn da? Wie lange braucht man, um einen guten Text für einen Song zu machen? Ein halbes Jahr? Ach was, nee. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal kann es passieren, dass man eine Idee hat und setzt sich hin und schreibt und der Text ist in 2 Stunden fertig. Und dann wiederum kann es passieren, dass man sich unglaublich schwer tut und dass es sehr zäh ist und es dauert, was weiß ich, 4, 5 Tage, bis man zufrieden ist. Und dann quält man sich ja. Ja, mit dem Ergebnis. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gequält, Juliane. Nein, überhaupt nicht. Sie haben sich sehr wohl gefühlt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Sehr schön, das freut uns umso mehr. Alles, alles Gute für die neue Tournee. Vielen, vielen Dank. Ab nächstem Jahr. Ich denke, sie wird genauer so gefeiert werden wie 98. Da würde ich mich freuen. Und bleiben Sie uns gesund. Ja, mache ich. Tschüss, Juliane. Tschüss.